Na, Freunde, wart ihr früher auch so gern im Ferienlager? Ah, tolle Erinnerungen. Der Sport, die Technik-AG, die netten Betreuer. Ah, herrlich. Ach, und warum Russland einfach mal mindestens 187% mehr Wupp-Wupp hat als alle anderen? Dazu gleich mehr. Ding Dong Dingeling, Freunde. Tja, das Image des harten Russen hat sich selbst einfach mal einen Level abgegönnt. Der letzte Schrei sind da nämlich Kinderferienlager, in dem die Kiddies Militärtraining, Nahkampf und eine vernünftige Waffenausbildung erfahren. Das alles natürlich selbstverständlich als Spiel, auch für die ganz Kleinen. Tja, das nenne ich doch mal etwas verfrühte Militärprägung. In Deutschland natürlich absolut undenkbar, in Russland so als völlig harmloses Freizeitvergnügen anerkannt. Die Eltern geben den kleinen Ivan ab und holen sich den kleinen Ivan wieder nach Hause. Meine ernste Frage, was haltet ihr davon? Ganz ehrlich, geht in euch. Wärt ihr gerne in so einem Lager gewesen? Würdet ihr als Eltern eure Kinder in so einen Lager schicken? Lass uns darüber mal in den Comments quatschen, yo. Was haltet ihr davon, Kinder aus dem Bürgerkrieg in Syrien zu befreien und in deutsche Pflegefamilien zu geben, die gerne eins adoptieren würden? Für diese Idee wirbt das deutsche Bundesfamilienministerium und sorgt für eine Menge Verwirrung quasi. Denn das Ganze ist ein ziemlich herber Fake. Oder wie es die Jungs und Mädels vom Zentrum für politische Schönheit nennen, eine Kunstaktion. Perfekt inszeniert mit Fotos von Flüchtlingskindern, Fotos und gefakte Aussagen der Familienministerin. Alles ganz offiziell und extrem gut gemacht. Dann drängt sich die Frage auf, was ist Fälschung, was ist Kunst? Kleiner Wermutstropfen dabei nämlich, das ist hardcore illegal. Es sorgte für so richtig Stress beim Bundesfamilienministerium, aber Kunst und die damit in diesem Fall verbundene Aussage kann man nur schwer kritisieren oder verklagen. Außerdem eben, naja, Kunst. Ich persönlich denke mir, ja, einerseits, die Aktion hat einen guten Punkt, um die Kinder in so Bürgerkriegsdramen wie beispielsweise Syrien schert sich normalerweise keine Sau. Da ist Aufmerksamkeit immer gut und die Mitglieder vom Zentrum für politische Schönheit hoffen sogar, dass ihr Programm 1:1 vom Bundesfamilienministerium übernommen wird. Ja, ganz bestimmt, nach dem Trip in die Eier haben die da voll Bock drauf. Nicht. Dazu kommt, dass ich persönlich finde, dass es nicht so richtig geil ist, Flüchtlingskinder als Kunstobjekte herzunehmen. Und es ist auch ein Stück weit ein Spiel mit deren Hoffnung. Also es ist ein ziemliches Scheißspiel. Positives und negativ hält sich also wie immer ziemlich die Waage. Was meint ihr? Ganz, ganz ehrlich, einfach nur aufmerksamkeitsgeile Amtsanmaßung und damit ziemlich strafbar. Oder aber super gute Aktion, um eben auf ein Problem aufmerksam zu machen, das es zu bekämpfen gilt. Eure Meinung in die Comments. Ich bin richtig gespannt. So, Freunde, jetzt nochmal was Geiles. Wir werden alle unsterblich. Zumindest, wenn es ums Altern geht, wenn wir nicht mehr von alleine sterben. Wenn uns jetzt irgendwie einer erschießt oder so, ja, ist halt weiterhin eher blöde. Egal, Harvard-Wissenschaftler haben jetzt bei neuesten Tests das neue molekulare Protein GDF11 isoliert und festgestellt, dass man mit dessen Hilfe quasi Blut aufarbeiten und injizieren kann. Das kurbelt die Zellregeneration dermaßen an, dass sämtliche Körperzellen und sogar Gehirnzellen reanimiert, regeneriert und restrukturiert werden können. Und das ist nicht nur, ich muss möglichst wissenschaftlich klingen, irgendwas, übelst Weltraum. Verkackt. Nein, das könnte auch das Ende von Demenzerkrankungen wie beispielsweise Alzheimer bedeuten. Das finde ich absolut geil. Ich hoffe, die Forschung in dieser Richtung bleibt dran, was den Unsterblichkeitsfaktor für jedermann angeht. Na, da bin ich skeptisch. Das geht auch nicht gut hier mit uns. Ich für meinen Teil wäre es trotzdem unglaublich gern, aber was sagt ihr dazu? Wärt ihr gern unsterblich? Es hat ja nicht nur positive Eigenschaften, wenn ihr zum Beispiel der Einzige seid. Jetzt wird's philosophisch und wenn ihr Bock drauf habt, dann ab in die Comments damit. Hello friends and welcome on the end card. You can give thumbs up, that helps me very much and I am very froh drüber, weil freut mir total dolle. Denn wenn du noch Langeweile hast und noch nicht weißt, was du zum Wochenende machst, tummelst du dich auf unserem Gaming-Kanal oder aber schau uns mal in die Videobeschreibung, da sind ganz viele Links zu ganz viel heißem Scheiß. Bis dahin, LeFloid Army Commandos für Lukas, es war mir eine Ehre und ich wünsche euch ein traumhaftes Wochenende. Es regnet gerade. Voll scheiße.